Herzlich willkommen, meine Freunde auf Ghost TV. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder vorbeischaut. Heute mal ein Thema, was jetzt nicht neu ist. Wir sprechen über die Aufbewahrung von Schreckschusswaffen. Das war ein Wunsch aus der Community. Gar nicht mal so verkehrt, weil aktuell immer noch und ungebrochen ein unheimlicher Run auf Schreckschusswaffen existiert. Und ich konnte mich also vor 2 Tagen selber noch davon überzeugen, als ich meine neue Langwaffe beim Händler abgeholt habe, habe ich mich wirklich erschrocken, wie viele Kunden da im Laden standen und eine Schreckschusswaffe gekauft haben, allein in der Zeit, in der ich meinen Papierkram mit dem Händler für meine Langwaffe erledigt habe. Wenn euch das Video hinterher gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst ein Abo da, damit der Kanal weiter wachsen kann. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, da würde ich mich auch riesig drüber freuen, über eine Kanalmitgliedschaft oder aber auch über den PayPal-Link. Alles Nötige findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, wie müssen Schreckschusswaffen aktuell aufbewahrt werden? Das ist kein Hexenwerk. Das Waffengesetz sagt dazu eigentlich nur aus, dass die Waffe in einem verschlossenen Behältnis aufbewahrt werden muss. Es muss kein Waffenschrank sein, es muss kein Tresor sein, es muss kein Stahlschrank sein. Es reicht ein Behältnis, was ich verschließen kann. Wenn wir jetzt wieder über den Begriff verschließen reden, meine eigene Meinung, um allen Unstimmigkeiten und Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, würde ich immer ein Behältnis nehmen, was ich persönlich in irgendeiner Form abschließen kann. Ein Futteral mit einem kleinen Schloss dran, eine Geldkassette mit einem Schloss dran, eine Schreibtischschublade, die ich abschließen kann, eine Nachttischschublade, die ich abschließen kann. Aber das ist wieder meine persönliche Meinung. Ich möchte hier keine große Diskussion lostreten, wie der Begriff verschlossenes Behältnis im Bezug auf den Begriff verschlossen definiert wird. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Also, die Waffe soll in einem verschlossenen Behältnis gelagert werden. Das sollte man wirklich berücksichtigen, denn was viele nicht wissen ist, es ist nicht damit getan, sich jetzt noch auf die Schnelle eine Schreckschusswaffe zuzulegen, bevor eine eventuelle Verschärfung des Waffenrechts kommt und dann Schreckschusswaffen auch für den Gebrauch zu Hause in meinen eigenen 4 Wänden unter Umständen oder meines Grundstückes nur noch mit dem kleinen Waffenschein erworben werden können. Wichtig dabei ist, ich habe mir das mal rausgeschrieben, wenn die Behörde dann hingeht und möchte die Aufbewahrung der Schreckschusswaffe kontrollieren, was auch möglich ist, laut Waffenrecht, dann wird in Bezug auf § 34 Nummer 12 und § 13 Absatz 2 Nummer 1 der allgemeinen Waffenverordnung, also nicht das Waffengesetz, sondern die allgemeine Waffenverordnung, darüber gesprochen, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, wenn bei einer Prüfung der Behörde die Waffe sich nicht in einem verschlossenen Behältnis befindet. Also immer gut drauf aufpassen, ja, dass ihr da nicht mal ins Fettnäpfchen tretet. Weil mir ist bewusst, dass viele Besitzer von Schreckschusswaffen der Meinung sind, wenn ich das Ding habe, kann ich es einfach auch zu Hause überall rumliegen lassen. Laut der Allgemeinen Waffenverordnung handelt es sich dann um eine Ordnungswidrigkeit, wenn das Ganze überprüft wird. Deswegen kann man wirklich nur jedem empfehlen, der sich eine Schreckschusswaffe zulegen möchte oder zugelegt hat, sich wirklich auch einmal etwas mit dem Waffengesetz auseinanderzusetzen und der allgemeinen Waffenverordnung, damit solche Geschichten nicht passieren. Weil, ich habe es eingangs schon gesagt, im Moment findet wieder ein unheimlicher Run statt auf die Schreckschusswaffen. Allein in der Zeit, als ich meine Langwaffe beim Händler abgeholt habe, waren 5 Kunden da, die in dieser Zeit eine Schreckschusswaffe gekauft haben. Und wir reden hier über einen Zeitraum von 45 bis 60 Minuten, bis ich alles mit meiner
den ganzen Papierkram mit meiner Langwaffe geregelt hatte. Das halte ich schon für extrem viel. Ja, wir reden ja jetzt hier nur über einen Händler. Aber daran sieht man eben, dass die Situation oder das Bedürfnis nach Sicherheit in dieser Hinsicht in der Bevölkerung ungebrochen ist. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit diesem kurzen Video und diesen sehr einfachen Informationen was anfangen. Ich hoffe, dass meine Community damit zufriedengestellt ist und die Frage ausreichend beantwortet wurde, wie ich eine Schreckschusswaffe aufzubewahren habe. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt wie immer gesund und munter und passt gut auf euch auf. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Thank you.